Hallo, liebe Freunde der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Bray. In der letzten Folge haben wir uns durch den Guts gekämpft, haben dabei auch ziemlich federn lassen müssen und sind jetzt endlich bereit, das Arboretum zu betreten. Ich weiß nicht wirklich, was sich dahinter versteckt, aber es ist ein Ort, an dem die Besatzungsmitglieder zur Ruhe kommen dürfen. Ich hoffe, dass das auch für uns gilt. Allerdings sind meine Hoffnungen dafür eher gering. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Da ich mir die Gegner der letzten Zeit mal angeguckt habe und das Gefühl hatte, dass die immer schlimmer werden, bin ich zu dem Schluss gekommen. Sie haben es geschafft. Gute Arbeit. Der Eingang zur Datenzentrale befindet sich außerhalb des Arboretums. Das Büro Ihres Bruders ist ebenfalls hier oben. Jupiter in seinem Palast an der Spitze des Himmels. Das haben Sie immer hinter seinem Rücken gesagt. Aber dann wären Sie... was? Neptun? Pluto? Verwandtschaftstechnisch Neptun, aber ich sehe mich eher als Mars. Geigsgott. Denn, wie gesagt, ich habe mir überlegt, wir machen uns jetzt zum absoluten Alien-Überkiller. Officer Jia, hier ist Chief Elazar. Jia hier. Chief, wie kann ich helfen? Gehen Sie in die Datenzentrale und bitten Sie Chief Show Grant Lockwoods Peilsender zu reaktivieren. Der wurde bei seiner Kündigung deaktiviert, aber offenbar war Grant nie im Shuttle. Ich will wissen, wo er ist und ihn dahin bringen, wo er hingehört. Schon dabei, Chief. Okay. Keine Mitarbeiter. Wir haben eine Disruptor-Pistole gefunden. Okay, ich bin mir nicht... Okay, damit können wir... Im Grunde ist es sowas wie ein Taser. Wir können Dinge betäuben und Roboter sogar außer Kraft setzen. Anscheinend. Okay, gibt es hier irgendwas zu holen? Nein, dann würde ich sagen, recyceln wir mal alles, was wir so haben. Das war's leider schon. Reagenzgläser. Was können wir mit denen eigentlich machen? Die Kuhstrahl-Prototypwaffe. Okay, wir brauchen eine Kuhstrahl-Prototypwaffe. Ganz ehrlich, den Alkohol trinken wir auch nie, wenn er uns fertig macht. Das recyceln wir jetzt alles einfach auch noch. Was haben wir da? Das ist die Disruptor-Batterie. Okay. Doppelte Waffen. Können wir auch recyceln. So weit, so gut. Gucken wir mal, was wir kriegen. Was wir uns Nettes daraus bauen. Fette Beute. wir sollten uns auch mal um unsere Gesundheit kümmern hier. Also, wir sehen ziemlich mitgenommen aus. Das heißt, wir benutzen einen Energiepack hier. Sollten unseren Anzug mal reparieren. Okay, das reicht nicht mal. Das war nicht ganz fett. Okay, jetzt sehen wir doch schon wieder viel besser aus. Haben wir Munition für alles? Nein. Ja, reicht, glaube ich. Die benutzen wir eh viel zu selten. okay. Wir haben eine ungefähre Vorstellung. Wir brauchen auf jeden Fall Schrotmunition. Und wir brauchen noch ein Anzug-Reparatur-Kit mindestens. Sonst würde ich sagen, wie gesagt, graden wir uns ab zum absoluten Overkill. Das heißt, wir brauchen Neuromods. Wir haben jetzt alles an Neuromods, was wir kriegen können.
glaube ich nicht so viel ist, da wir extrem viel von diesem exotischen Material kaufen. Oh. Das war's schon. Würde ich sagen, kommen wir jetzt an unser Reparaturkit. Munition haben wir jetzt für die Pumpe. Und vielleicht noch ein bisschen Pumpgun-Munition. Okay, und dann gucken wir doch gleich mal, was wir upgraden können. 8 Neuromod sollte da doch was gehen. Das hätte ich gerne. Damit können wir dann nämlich noch mehr Neuromod zum Grund kriegen. Aber ich hätte auch gerne das hier. Das heißt, uns fehlt ein Neuromod. Da das hier, das sich hier aber um Kampf handelt, würde ich sagen, das nehme ich auf jeden Fall. Weil das sehr effektiv ist gegen die Gegner einfach. Und wir deswegen, ja, also das hilft uns sofort. Dann können wir unsere Energie auf 150 erhöhen, was auch ganz nice ist. Aber ich würde sagen, wir gucken erst, dass wir den zusammenkriegen nochmal. Also einen Neuromod irgendwo herkriegen. Sollte ja machbar sein. Und unseren Anzug hier nochmal fertig reparieren. So, dann bin ich hier komplett hergestellt. Und bereit für den Kampf. What the fuck? Das war ja riesig. Morgan, alles in Ordnung? Über diesen Teufel? Noch? Da gibt es keine Informationen. Halten Sie sich von ihm fern. Okay, ich habe ihn zwar nicht genau gesehen, aber er war verdammt groß und... Ich verspreche mich von ihm fernzuhalten. Ich denke mal, da geht's hoch. Ich finde, die sollten alle Schächte mit irgendwelchen Leichen markieren. Sie könnten dort oben überprüfen, warum der Aufzug feststeckt. Das wäre schneller und sicherer, als wieder durch die Guts zu fliegen. Bin ich doch voll dafür. Ich fand's da jetzt auch nicht so prickelnd drin. Mach ich das hier irgendwo? Aussicht. Oh. Guten Morgen, Talos. So, Frühstück wird bis 9 in der Kantine serviert. Ausblick auf die Erde. Da oben ist dann wahrscheinlich das Penthouse meines Bruders. Ich kann viel über ihn sagen, aber es hat einen gewissen Stil, auf jeden Fall. Komische Flüssigkeit. Ist das die Aufzugreparatur? Passiert nichts. Okay. Finde Dr. Julian Howard. Jetzt leuchtet es hier wieder rot. Aber es passiert nichts. Und wir können anscheinend durch diese Besprenkelung und irgendwelchen Megadünger Früchte innerhalb von 10 Minuten wachsen lassen. Das macht auch nichts. Ja, hier kommen wir auch nicht rein. Erstmal die geheimen Wege durchsuchen. Da liegt jemand. Vorsicht. Gewächshaus. Kann nicht denken. Ich wünschte, ich kann nicht. Okay, da scheint noch irgendjemand drin zu sein, der nicht unbedingt ganz auf der Höhe ist. Hey, Sie da! Machen Sie die Tür auf! Bitte! Hier drin ist irgendwas! Wir haben... Whoa. Bitte! Scan. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Nullwellen. Okay. Nullwellen. What the fuck? Dafür ist die. Das Ding kann fliegen.
Oh. Okay, ich denke, das ist das Hinweis an uns. Das Ding kann da raus. Das Dach ist offen. Oh mein Gott, was ist mit mir los? Wahrscheinlich kommen wir da sogar rüber, aber es hieß, wir sollen dem Ding aus dem Weg gehen und ich will mich damit eigentlich auch nicht wirklich anlegen. Das ist verdammt groß. Zumindest nicht, solange ich nicht weiß, wie ich das besiegen kann. Deswegen würde ich jetzt gerade mal kurz... haben wir irgendwelche Informationen jetzt über dieses... Da gibt's doch hier irgendwie... Ne. Kleine Forschung. Forschung war's, oder? Ja, oh. Der Telepath. Wissenschaftliche Bezeichnung, bla bla bla. Gefährlichsten bekannten Typhon. Yay! Da in der Lage ist, Organismen und sogar Personen mit schwächeren Willen psychisch zu kontrollieren. Es ist fast unmöglich, eure Studien zu verwahren. Erschaffung für. Okay. Okay, das bedeutet, wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass der uns sogar angreift. Dass die Leute, die da drin sind, uns unter Umständen sogar angreifen, wenn wir dem Vieh was machen. Nee, also muss nicht sein. Den lassen wir erstmal außen vor. Außer, dass die Leute da drin Peitschenschläge kriegen, scheint es ihnen ja auch ganz gut zu gehen. Nicht so mit reparieren, okay. Wow, krabbelt hier. Hä? Wo ist der Krabbler hin? Das ist vielleicht auch so einer, der von uns wegläuft. Das hatten wir in letzter Zeit komischerweise öfter. Sind in gewisser Weise so ein bisschen panisch vor uns. Weil wir so gemein sind. Ach, da geht's zurück zu unserem... Ah, okay. Sehr cool. Jetzt müssen wir nicht mehr krabbeln, sondern kommen da direkt zurück. Lohnt es sich für uns schon? Vielleicht können wir uns noch den einen... Wir probieren es einfach mal. Jawohl, wir haben nichts, was exotisches Material. Wir brauchen aber nur 0,4. Ah, ne, 3. Ich denke nicht. Ne, wir haben gar keinen. Ja, okay. Ja, aber gut zu wissen, dass wir hier jederzeit zurück können und uns Munition oder sonstiges herstellen können. Okay, da wir da hoch nicht kommen, gucken wir doch mal, was am Hauptaufzug schief läuft. Ja, noch scheinen die Geschütze nicht auf uns zu reagieren. Sehr gut. Was machen wir, Station? Ah, hier können wir uns wahrscheinlich heilen lassen. Sehr cool. Ja, sonst scheint sie nichts zu geben. Da unten auch nicht. Okay, auf zum Hauptzug. Auf zum Aufzug. Hauptaufzug. Ja. Also ich will nicht unbedingt in die Lobby, aber. Wenn der Aufzug dadurch wieder funktioniert, bin ich dabei. Ich bin gespannt.
Panzer. Dieser Typhon ist unbekannt. Soweit ich das erkennen kann, ist er für das Problem mit dem Aufzug verantwortlich. Das von Ihnen in der Psychotronik freigelassene Phantom hatte ähnliche Störfähigkeiten. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Mhm. Ein Scan wäre aufschlussreich. Gescannt habe ich schon. Aber ich will mit dem Vieh eigentlich nichts zu tun haben, wenn ich ehrlich bin. Guck dir das mal an. Das ist ja voll mega groß. Separation Definition. Neu vorgegeben. Okay, die sind auch gegen mich. Okay, habe ich irgendwas, was ich dagegen einsetzen kann? Explosion. Das ist doch scheiße. Ich will hier weg. Okay, ich würde sagen, wir verzichten auf den Aufzug und gehen wieder zurück und ich brauche irgendein Nullwellending. Wenn ich sowas wie eine Nullwellenknache gebe oder so, kann ich denen bestimmt was. Da die überall über den angezeigt werden, kann ich ihm bestimmt damit was einfahren. Na, wo finden? Das ist die große Frage. Aber ich würde sagen, wir erforschen jetzt einfach mal das Arboretum. Bis zum Ende. Lief alles gut? Ja, musste etwas warten. Zwei Arschlöcher aus dem Vertriebsteam mussten gerade in dem Moment unter der Alarmglocke Zigarre rauchen. Ist es weg von der Talos? Meine Kunden sind ungeduldig. Ja, die letzte Sendung ist rausgegangen. Müsste morgen auf der Erde sein. Pacific Time. Gut. Ich lasse Ihnen nach der morgigen Schicht ein weiteres Paket da. Wo genau? In der Lobby. Wird das funktionieren? Natürlich. Dreimal mit der Rohrzange antippen, dann geht es auf. Die werden morgen alle so funktionieren. Süß, wenn Sie so stolz auf Ihre Apparate sind. Reden Sie nicht so von oben herab, Lilly. Das ist der Name, den wir noch brauchen. Waffen-Upgrades. Stimmt, Waffen-Upgrades wären eigentlich auch gar nicht dumm, ne? Was kann man hier noch upgraden? Rückstoß und Nachhaltigstoß. Nein, hier bräuchte ich eine Waffenschmiede. Was können wir da? Effektive Reichweite. Magazinkapazität von 17 auf 17. Die kann ich auch upgraden. Die Clue-Effizienz, die sollten wir auf jeden Fall upgraden. Effektive Reichweite kann auch nicht schaden. Damit sie ziemlich alles betäuben können. Und Nachladegeschwindigkeit sowieso. So. Die Klo-Kanone mal ein bisschen abgegradet. Und wir sollten uns auf jeden Fall. Oh, wir haben sogar noch eins. Betäubungsdauer 4,5. Effektive Reichweite. Schusszahl. Aufladegeschwindigkeit. Ach komm, scheiß drauf. Und dann sollten wir gucken, dass wir auch Waffenschmiede irgendwas da werden. Und dafür holen wir uns jetzt mal den Übermod. Das hier nicht mehr. Oh, da sind jetzt Gegner. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt da unten rein. Gucken, was ist da. Also, da ist auch so ein Monster drin.
Muss ich aus uns reden, der andere hat ja nicht geredet, ne? Okay, wir haben ihn gekillt. Das ist doch nice. Vielleicht mal gucken, ob wir mehr kriegen. Ah, wir können das andere Zeug jetzt auch aufheben. Okay. Sehr cool. Okay, die zwei sind da drin eingeschlossen, so wie es aussieht. Ich höre da noch so einen. Hier. Ein Sky King Granatapfel. Kommt das Wort? Was ist noch so einer? Ich würde sagen, unsere Slow-Mo-Fähigkeit ist immer noch sehr geil. Okay. Ist auch Ruhe. Haben wir schon einen Schrottpatronen-Fabrikationsplan? Oh. Blinis. Was geht hier so? Das ist was. Ah, okay, aber hier ist die Datenzentrale. Das ist der Legos Wohnkapsel. Wahrscheinlich müssen wir erst Gallegos Leiche finden. Um an die Schlüsselkarte ranzukommen. Hm. Guten Morgen, Talos. Unser Stationspsychologe Dr. Kohl bittet alle Mitarbeiter, die unter Schlafstörungen, chronischem Stress oder Angstsymptomen leiden, einen Termin im Traumazentrum auszumachen. Wenn ich hier fertig bin, bin das auf jeden Fall ich. Dann bin ich einer dieser Mitarbeiter. Schauen wir, ob es das Traumazentrum danach noch gibt. Storage. Auch dafür haben wir keinen Code. Ah, ein Fahrstühle. Zur Brücke. Okay. Wieder Gegner. Warte, diesmal probieren wir es mit unserem. Das hat uns doch ganz gut funktioniert. Ich glaube, das ist auch gefährlich für uns. Wir haben zwar irgendwie wieder Schaden genommen und wissen nicht wie. Aber es ist schon okay. Alexius Office. Dafür müssen wir doch den Code kennen. Nein. Okay, tun wir anscheinend nicht. Oh, was haben wir hier? Deep Storage. Auch nett. Also hier scheint es eine Menge Wege zu geben zu verschiedenen. Was ist das? Scan abgeschlossen.
Weitere Proben benötigt. Ach, das sind diese brennenden Dinge. Ah, ich hasse es. Das weiß er garantiert, wo wir sind. Ich muss sagen, also man löst hier sehr leicht irgendwas aus Versehen aus. Greifen wir den noch an. Jetzt sagen wir, greifen den noch an und dann holen wir uns neue Mods. Und dann überlegen wir uns, wo wir sonst noch hingehen. Upsi. Ich kann es gar nicht großartig für uns zu interessieren. Okay, jetzt haben wir so viel Zeug gesammelt. Ich jetzt noch den Weg wieder finde. Looking Glass. Oh, ein Videobildschirm. Und diese Köder auch viel öfter benutzen, glaube ich. Kann ich da irgendwie was gucken? Ne, anscheinend nicht. Interessant, mitten im Wald. Oder da ist der Wasserfall. Okay. Hallo, Oma ist Alex Büro. Okay, ich habe einen Plan gemacht. Wir gehen jetzt runter, recyceln unser Zeug schnell. Und dann gucken wir mal, ob wir in Alex' Büro kommen noch. So, jetzt haben wir immer noch keinen Plan, wie wir irgendwelche, wie wir diese Riesenfische töten sollen. Ich würde sagen, solange wir uns da nicht relativ sicher sind. Wie viele Organe wir haben. Läuft bei uns. So war es leider schon wieder. Ah ne, wir haben noch doppelte Waffen. Du und du. So. So, dann gucken wir doch gleich mal. Können wir Neuromods bauen? Ja. Oh, da kann ich wieder einen Neuromod bauen. Haben wir noch genug Pump? Nicht unbedingt. Ich hätte jetzt gerne dieses Waffen-Upgrade noch an. Also, dass ich Waffenschäfer irgendwas bin, das brauche ich dann dafür. Wo ist der Neuromod? Techniker ist es wahrscheinlich. Und das sieht auch stark danach aus. Waffenschmied 4. Oh. Okay, ist auch nicht schlecht. Aber erst hätte ich gerne einen Waffenschmied. Wie viel exotisches Material haben wir jetzt eigentlich hier? 0,01. Achso, wir haben ja gerade den Neuromod. Das wäre das verdammt enttäuschend gewesen. So, wo ist denn Alex? Alex ist da oben. Und da wir herausgefunden haben, dass wir im Klo fast überall hochkommen. Ich habe nicht so Spaß. Gehen wir erstmal da hoch. So.
wahrscheinlich schon, oder? Yay! Und er ist sogar offen. Ich glaub's ja gar nicht. Das hat lange mal wieder was wirklich gut funktioniert. Als wir noch Kinder waren, bist du oft in mein Zimmer geschlichen. Hast meinen Computer benutzt. Ich weiß noch, wie du meine geleckte Conquistadors-Spielstände geschrottet hast. Ich hab dir damals den Arm gebrochen. Das tut mir heute leid. Aber ich nehm's dir immer noch übel, dass du meine Sachen angerührt hast. Er hat mir den Arm gebrochen, weil ich seine scheiß Spielstände gelöscht hab. Das ist... Ich meine, ja, okay, große Brüder sind... Also kleine Brüder sind anstrengend, aber... Das halte ich für etwas übertrieben. Ich hab dir dein Waffen-Upgrade-Kit geklaut. Das kannst du gleich mal heute kommen hier und versuchen mir den Arm zu preschen, du... Loch. Der Alex, der Kleine. Neuer Horizont. Okay. Ja, irgendwelche Berichte. Leider kennen wir das Passwort unseres Bruders nicht. Ich gehe davon aus, dass es irgendwas ist wie Mikropenis oder so. Aber ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das ist nur ein educated guess. Ich meine, schon schön hier. Also, Geschmack hat er, der Junge. Das ist auch von hier oben zu. Okay. Was haben wir hier? Ja, natürlich, was zu essen muss er hier oben haben. Nicht, dass er vom Fleisch fällt. Da haben bestimmt immer die Angestellten beobachtet, wie sie entspannt haben. Also eigentlich wirklich nicht schlecht. Ich glaube, die meisten Punkte kennen wir. Das können wir nicht. Ja, und da ist was zu holen wahrscheinlich. Okay, da hinten ist das Haus. Ja, da oben gibt es irgendwie so eine Art Fasch, ne? Da kommen wir vielleicht sogar hoch. Schauen wir mal. Was hat er so geguckt? Der Mond. Unser stiller Begleiter. Hm. Oh, das Ding zeigt auf den Mond, okay. Komischerweise sind hier oben keine Fische. Also bis jetzt zumindest war hier noch nichts. Aber wie kommen wir denn? Ja, genau, warte mal. Es hieß doch auch irgendwas ist außerhalb von hier. Da müsste ich sogar hinkommen, oder? Guten Morgen, Talos. Warnung. Manipulieren von Admin-Einstellungen an Terminals oder Keypads kann zu Stromschlägen führen. Wenden Sie sich an den Sicherheitsdienst, wenn Sie beim Zugreifen auf ein System auf Probleme stoßen. Oh oh. Oder? Wo ist es? Da. Okay, ich will einen Weg bauen. Komm, ich soll das noch da hinten. Größer? Ja.
weiß ja nicht, ob das funktioniert, aber ich will das jetzt mal probieren. Ich glaube, den Rest müssen wir dann von vorne machen. Haben wir denn noch genug? Das sollte reichen. So. Ja. Noch ein. Noch ein. Hoch. Oh nein, oh nein. Oh, verdammt. Hart verletzt. Aber es hätte funktionieren können. Also vielleicht sind so Psy-Kräfte auch auf einmal funktionieren. Level halten. Schon sind wir fast wieder fit. Jetzt gehen wir noch einmal schnell da hoch. Geben wir das auch noch einen Versuch. Ach stimmt, was geht eigentlich da unten ab? Gibt es da unter der Station noch irgendwie was? Anscheinend nicht. Spring, spring, spring! Ah, ah, ah. Ich hab's geschafft! Alex, you tracking Armband. Was macht das? Achso, okay, das kann ich ihn jetzt nicht mehr finden, wahrscheinlich. Keine passende. Ach, das ist eine Oh, hier. Wahrscheinlich seine private Abschusskapsel oder sowas. Die ich aber leider nicht aufkriege, okay. Puh. War aber jetzt nicht so prall, wie ich gehofft habe. Kann ich da hinten irgendwas treiben? Ist das offen? Ja. Huh. Oh. Ich kann da reingucken. Oh. Und schon wieder abgestürzt. So, ich will jetzt noch auf dieses eine Häuslein, wo wir da drin waren. Also nochmal hier alles hoch. Krass unterwegs. Das war da unten irgendwo, gell? Ja, hier. Oh. Ist da noch was? Nein. Okay. So, würde ich sagen. Wir können von hier runter springen. Das war ich geschickter, ganz so hoch.
Die gestrige Charge war ein entsetzlicher Fehlschlag. Ganz schlechte Wurzelaufnahme. Aber Dr. Lin aus der Psychotronik war so nett, mir eine Probe eines Materials zu geben, das die Effektivität der Phytohormone bei bereits reifen Pflanzen verstärken dürfte. Ich erwarte eine verkürzte Reifungszeit, eine erhöhte Ausbeute und einen außerordentlichen Heileffekt. Hoffentlich schmeckt das nicht scheiße. Ich brauche nur die Erlaubnis, den Plan durch den Fabrikator laufen zu lassen. Oh, was haben wir denn da? Es gibt doch noch. Das habe ich doch beim Hochkraxeln gesehen, ob es hier doch noch was dazwischen gibt. Oh. Oh, wir haben eben irgendeine Schlüsselkarte gefunden und ein Transcript. Gehen wir ein bisschen weiter weg. Captain, hab ich. Ich dachte, Ihre Schicht beginnt erst in 2 Stunden, aber Sie müssen sofort kommen. Ist alles in Ordnung? Nein, ist es nicht. Gehen Sie zuerst in mein Quartier, holen Sie die Waffe aus dem Tresor. Ich übermittle den Code. Sofort, Captain. Okay, wir haben einen Code für Cheddarmarks Tresor und wir haben eine Schlüsselkarte für irgendwas gefunden nochmal. Wenn ich wüsste, wo man die Karten anguckt. Okay, wir haben keine Ahnung, für was die Schlüsselkarte ist. Aber ich will nach da hinten. Was gibt's hier noch? Anscheinend nicht so wirklich viel. Okay, das war ziemlich unnütz. Hilfe. Okay, safe. Und wieder zurück. Ich wusste es. Wo, 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 da war doch eben noch einer. Okay, warte, da wir angegriffen sind, eh. Würde ich sagen, essen wir was. Schatzzentrale auch noch. Oh, das Zeug hätte ich schon gerne. Okay. Was liegt da hinten? Und ab in den Schacht. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Sehr nice. Okay, also wir haben Alex Seals Wohnung durchsucht. Oh Mann. What the fuck, wo geht's denn da hin? Und wie sind das? Wir müssen noch etwas essen. Kaffee Kask. Okay. Puh.
Okay, also ich würde gerne wissen, wo es da unten runter geht. Aber ich würde sagen, wir beenden die Folge hier an dem wunderschönen Wasserfall, der anscheinend auch nur ein Looking Glass ist, denn ja, da hinten fällt auch was. Und in der nächsten Folge, oh, da sitzt, steigen wir mal da runter und finden raus, guten Morgen, was sich hinter dem Wasserfall verbirgt. Alle Mitarbeiter verbirgt. Haben sich zu ihrem Arbeitsterminal zu begeben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Im Falle einer Abwesenheit informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Vorgesetzten. Haut rein.